Hallo meine Lieben, ja, Neues aus der Wurfkiste von unserer Großspitzhündin Elfe. Ja, die Geburt lief vollkommen take it easy, wie ich schon gesagt habe. Aber dann war es nicht so rosig. Oh Gott, du kleine Maus. Ja, es war nämlich dann so, dass sich gestern im Laufe des Tages herausgestellt hat, dass es doch nicht so gut um die Kleinen bestellt ist, weil die Kleinen einen neugeborenen Sepsis hatten. Und dann mussten sie Antibiose bekommen und Infusionslösung, weil sonst hätten also drei Welpen die Nacht nicht überstanden. Aber dadurch, dass mir das so schnell aufgefallen ist, haben wir zum Glück rechtzeitig handeln können, so dass es für die Babys gut aussieht. Also die drei, denen es gestern so schlecht ging, gestern Abend, die sind noch nicht ganz über den Berg, aber ein Kandidat hing so in den Seilen, dass ich also definitiv eigentlich fast nicht damit gerechnet hätte, dass er die Nacht überleben wird. Und zwar der kleine blau-weiß gescheckte Rüde, wo man gerade so das Hinterteil von sieht. Aber heute Morgen lag er an der Zitze und hat getrunken. Und man sieht, er bewegt sich wieder normal. Und jetzt, heute Mittag, hat er auch angefangen, an der Flasche zu trinken. Die ganze Zeit habe ich nämlich mit dem Fläschchen probiert. Aber er wollte nicht. Und heute Morgen haben natürlich alle Welpen nochmal Infusionslösung bekommen, um das halt eben auszugleichen, was sie nicht an Muttermilch trinken, damit sie nicht komplett dehydrieren. Weil dann versterben so kleine Mäuse ganz schnell. Aber jetzt bin ich wirklich guter Hoffnung, weil alle trinken bei Mami und man merkt auch, wenn man sie anfasst, die Körpertemperatur ist wieder warm. Also die drei waren gestern wirklich deutlich kühler auch. Ja, bei meinem Video habe ich es ja noch gesagt bei der Geburt. Das ist nicht immer so einfach, wie man sich vorstellt. Ich habe auch heute zu meiner Schwiegermami gesagt, wenn ich nicht so viel Erfahrung hätte, wenn das jetzt ein Wurf in Liebhaberhänden gewesen wäre, dann wären einfach innerhalb von 2 Tagen alle Welpen verstorben. Es hätte keiner überlebt. Ja, aber es sieht gut aus und das macht mich natürlich glücklich. Ich fütter natürlich rund um die Uhr mit dem Fläschchen zu. Mama Elfe hat genügend Milch. Aber wenn Welpen schwach sind, dann haben die gar nicht genügend Kraft, um Milch aus den Zitzen rauszuziehen. Das heißt, die verhungern wirklich vor der vollen Milchbar. Aber ich bin zuversichtlich, dass es alle schaffen. Elfe ist ja wirklich so eine tolle Übermutter. Die liegt wirklich den ganzen Tag hier in ihrem Körbchen und betüttelt ihre Kleinen. Also selbst ihr Futter muss ich ihr ins Körbchen stellen. Die geht nur kurz durch die Hundeklappe raus, um Pipichen und Stinkerchen zu machen. Und das war's. Und ansonsten ist sie die ganze Zeit dabei und putzt und macht und tut. Also sonst, glaube ich, hätten die Babys auch nicht so gute Chancen. Elf und ich arbeiten gut im Team, gell Mäuschen? Wir schaffen das. Die ist wirklich so ein Schatz. Ja, das war's mit Neuigkeiten aus der Welpenstube bei unseren Großspitzbabys. Dann seid ihr mal wieder auf dem neuesten Stand. Steckst du die Nase in die Kamera? Da ist er, der Kleine.
Das war der, der als allererstes geboren wurde. Und der hing dann wirklich so in dem Seil. Ja, man sieht, jetzt sind alle glücklich und zufrieden. Bevor ich das Video gemacht habe, habe ich erstmal alle wieder mit dem Fläschchen gefüttert. Egal ob große oder dicke oder dünne oder kleine Babys, alle mit Fläschchen gefüttert, damit einfach auch die Schwächeren noch genügend zu trinken haben an den Zitzchen. Und daran, dass alle so ruhig sind, sieht man, dass sie glücklich und zufrieden sind. Nur Babys, denen es nicht gut geht, die sind am Wängern. So, aber jetzt genug für heute. Bis dann. Tschüss. Schnauf, ja. Okay.